Steinen im Dreiländereck. Im Stadtteil Lörrachs leben über 10.000 Menschen. Einer davon produziert Musik und hat bereits mit einigen deutschen Rap-Größen zusammengearbeitet. Produziert habe ich bisher so im deutschen Raum für Ramo, Alphagan, Animus aus anderen Ländern, V10 aus Nepal, Alberto und Josef Bratan aus Polen. Weitere kleine, aber das sind so die Größen, die man vielleicht kennt, ja. Aber wie kommt man eigentlich dazu, Beats in einer Kleinstadt zu kreieren? Angefangen hat alles in der Realschule, so 5., 6. Klasse. Und da fing es an, dass ich durch ein Videospiel inspiriert wurde, was mein großer Bruder gespielt hat, Final Fantasy X. Da lief im Intro immer so eine richtig schöne Piano-Melodie. Und die hat mich einfach inspiriert, dann selber Klavier zu spielen. Hab mir das über YouTube beigebracht. Und dann wolltest du auch einen Schritt weiter gehen, dann wolltest du selber so eine Melodie kreieren. Angefangen hat das in der 8. Klasse, da habe ich ein random YouTube-Video wurde mir vorgeschlagen. Da ging es halt darum, dass einer mit Fruity Loops produziert hat, das ist so eine DAW. Und keine Woche später habe ich mir halt die Vollversion gekauft, was so Bock gemacht hat. Und habe dann mein ganzes Erspartes dafür ausgegeben. Ich konnte mir dann einige Monate keinen Döner mehr in der Mittagspause leisten. Oft wird man inspiriert von anderen Künstlern, sei es Rap-Songs, die erscheinen mit Instrumenten, die du vielleicht selten genutzt hast, die dich dann inspirieren, was Eigenes zu machen. Musik von Videospielen, von Filmen, orientalische Instrumentals, also sehr viel, was eigentlich Einfluss nimmt in meine Musik. Ja. Ich habe das Piano einmal aufgenommen und 4 Cents runtergepitcht, damit es einmal ein bisschen düsterer klingt. Und jetzt die Vocals drüber gemacht. Und jetzt würde ich noch so ein orientalisches Instrument drüber ballern. Dann suchen wir mal kurz die richtige Tonhöhe. Das wäre erstmal so die Grundmelodie. Und dann würde ich anfangen mit Drums drunter zu bauen. Dann habe ich die Drums eingetippt, die 808, noch eine Crash rein. Habe das alles so ein bisschen angeordnet, den Part. Vor der Hook noch mal ein bisschen Energie rausgenommen. Und in der Hook noch ein paar tiefe Bass-Strings reingemacht, damit die ein bisschen fülliger rüberkommt. Ich versuche sehr viele Sounds selbst aufzunehmen. Ich habe mir auch vor 1,5 Jahren dann eine Gitarre gekauft. Ich bin jetzt nicht sonderlich talentiert oder sowas, aber ich versuche trotzdem so viel aufzunehmen, wie es geht. Oder auch in vielen Songs von mir versuche ich halt eine Atmosphäre hinter dem Lied zu schaffen. Und dafür gehe ich dann halt auch zum Beispiel oft in den Wald und nehme halt irgendwelche Sounds auf, zum Beispiel Vogelgezwitscher oder sonstiges. Mittlerweile gibt es so viele Leute, die Musik machen, wenn man sich mal umguckt auf YouTube, wie viele neue Beat-Producer da kommen. Aber das Gute ist, dass Hip-Hop sich auch in verschiedene Richtungen entwickelt. Man hat heutzutage nicht mehr diesen einen Hip-Hop, dieser Bushido-Straßen-Hip-Hop, sondern mittlerweile ist es auch breit gefächert in poppigere Richtungen. Und somit verteilen sich auch die Produzenten in die unterschiedlichen Genres. Ich mache eigentlich immer das, was ich halt irgendwie cool finde. Es ist schwierig, mich jetzt zu kategorisieren. Ich habe Lo-Fi gemacht, aber ich mache auch manchmal so eher hausige Sachen. Der Song, den ich jetzt bald release, den kann ich überhaupt nicht beschreiben, weil es halt irgendwie ein komplett eigenes Genre ist, finde ich. Ja, meine Eltern, klar, für die war das halt cool. Ihr Sohn macht Musik, hobbymäßig. Aber dass es irgendwann mal größer wird oder dass ich davon leben könnte oder so, das stand eigentlich nie im Raum. Ja, mittlerweile könnte ich davon leben. Ich würde mich aber nicht auf eine Sache verlassen. Mittlerweile sind es bei mir die Beat-Verkäufe über meinen eigenen Store. Du hast die GEMA-Einnahmen, wenn du mit Künstlern gearbeitet hast. Du hast Spotify-Einnahmen von meiner eigenen Spotify-Page und YouTube-Werbeeinnahmen. Newcomern würde ich empfehlen, dass sie sich auf jeden Fall auf YouTube umschauen nach Tutorials. Da findest du mittlerweile so viele Sachen von auch hochrangigen Produzenten, die dir zeigen, wie sie arbeiten, was für Plugins und Sound-Libraries sie benutzen. Ich habe mir damals auch YouTube-Videos angeguckt, ich habe mich in Foren reingelesen. Damals gab es da leider noch nicht so ausführliche Tutorials wie heutzutage.
Producern inspiriert immer mehr Newcomer. Die Konkurrenz ist riesig und vielfältig. Ja, cool ist heutzutage, du hast keine Limits mehr, was die Region angeht. Du kannst mit jedem zusammenarbeiten, durchs Internet bist du mit jedem connected und teilweise kriege ich auch gar nicht mit, wenn Leute was auf meinem Beat machen. Die kaufen den einfach und ich sehe irgendwann am Release, sage, oh ja, der hat mein Beat benutzt. Noch nie ist es so einfach gewesen, Musik selber zu produzieren. Und das Interesse am Komponieren von Musiktracks wird immer größer. Ja, es ist wie mit jedem anderen Hobby. Man muss halt die Motivation, die da ist, dafür nutzen und da Zeit rein investieren. Und mit Zeit kommt dann irgendwie Übung und dann kommt alles von selbst irgendwann. Auf jeden Fall an neue Produzenten, bleibt auf jeden Fall dran. Bei mir selber ich habe meinen Kanal 2013 gegründet. Erst 2019 fing es so richtig an, dass groß was abging. Deswegen immer dranbleiben, auch wenn es vielleicht manchmal schwer ist. Aber so ist halt der Weg.